Lins Sichtweisen. An der Schwelle zum Leben war Freude und Angst. Freude darüber, dass ein neues Licht, eine neue Welt das Geheimnis nach deiner Geburt offenbart. Und Angst, weil du dein vertrautes Heim, die Geborgenheit deiner Mutter nun verlassen musst, um zu erfahren, in welcher Weise du deine geplante Reise in der neuen Welt verrichten kannst. Aus der Ruhe, aus der Stille deiner Unterkunft hinaus in eine laute Welt, die voller Gefahren ist und voller Überraschungen. Die Sehnsucht nach der dir versprochenen Liebe in der Anderswelt macht dir so große Hoffnungen, und auch die Liebe, die du in der Anderswelt empfangen hast und bereit bist weiterzugeben, veranlassen dich, in das neue Licht einzutreten. In der Welt, die wir alle kennen, wo ein jeder sein Päckchen zu tragen hat und wir anfangs beim anderen nur die angenehmen Seiten betrachten und uns überlegen, mit ihm zu tauschen, veranlasst uns beim näheren Hinsehen doch den eigenen Weg als den richtigen zu betrachten. Ein jeder mit seiner Lernaufgabe in diese Welt gekommen, die anfangs unbekannt und dich am Leben zweifeln ließ, verrät seine Kontur mit zunehmendem Alter. Die anfängliche Euphorie, das Leben nach den Grundsätzen deines Verstandes zu gestalten, weicht deiner Intuition mehr und mehr. Die Führung, die auf höherer Ebene durch dich selbst geschieht, wird immer transparenter, wenngleich nicht unbedingt einfacher. Deine selbstgestellte Lebensaufgabe lässt dich eines Tages unsanft erwachen. Sie erscheint dir groß und übermächtig, aber der göttliche Funke in dir verrät, dass du sie lösen wirst. Die Wahrheit ist eingebunden in deinen Träumen, die du in den Nächten ein Leben lang erlebst, obgleich der Schleier des Vergessens jeden Morgen erneut darüber gelegt wird und nur Bruchstücke davon in dein Tagesbewusstsein dringen. Manchmal erkennst du dich in den Träumen als das, was du bist, manchmal aber bist du nur der stille Beobachter, der unsichtbar die Szene überblickt, aber dennoch in jedem Wesen des Traumes, in jeder dieser Individualitäten mitfühlt und bewertet. Der Regisseur deines Lebensfilms ist auch der Produzent, und in Wahrheit gibt es nur dich. Der von dir produzierte Film enthält deine Wahrheit, die ist und wird bereichert durch deine holistische Sichtweise deiner Wahrnehmung, die ständig wächst. All die zerbrochenen Krüge in deinem Leben, deine vergossenen Tränen, deine Enttäuschungen, deine oft vergebliche Liebe, dein Empfinden der Ungerechtigkeiten, deine Verletzungen, deine Krankheiten, aber auch die vielen Augenblicke des Glücks in deinem Leben, des Wohlseins, der Geborgenheit, der Liebe, des Angenommenseins, des Begehrtseins, der sexuellen Ekstase, der universellen Zufriedenheit gehören zu deinem Lebensfilm. Du merkst, wenn du über diese Dinge, die ich beschrieb, nachdenkst, dass sie universell für jeden Menschen auf Erden gelten und wir ausnahmslos alle Bestandteil der gleichen Schöpfung sind. Heute las ich in einem Facebook-Blog Gott ist tot. Zornig über diesen Satz wollte ich einen Kommentar posten, so in der Art, was für ein Bullshit, aber ich tat es nicht. Der Beweggrund dieses Menschen, so etwas zu sagen, liegt für mich viel zu sehr im Dunkeln, als dass ich mir anmaßen könnte, darüber zu richten bzw. es zu bewerten. Die Art, darauf zu reagieren, reicht von Trauer, der Arme muss ohne Gott auskommen, bis dahin zu sagen, dass er wegen seines freien menschlichen Willens das Recht dazu hat, ohne Gott zu sein. Auch ist der Begriff Gott inzwischen viel zu belastet und jedermann interpretiert ihn so, wie der Gottesbegriff erlebt wurde. Für die einen ist es ein religiöser Begriff, für die anderen ist es der Schöpfer, für wieder andere sind wir alle ein Aspekt Gottes, und für noch andere gibt es Gott nicht und alles ist Zufall. An der Schwelle zum Tode sind die Menschen ohne Gott allein, die ohne Hoffnung auf etwas danach und mit der Frage, wofür das alles, mit Perspektivlosigkeit abgeklärt im Sein. Es ist ihre Welt, ihre Wahrnehmung, ihr Leben, ihr Sterben. Es ist ihr Ja von Gewesensein und ihr Ja zum Das war's. Kein Bedauern, keine Tränen, kein Festhalten und einfach nur Tschüss. Unsanft, hart, abgeklärt und real. Alle anderen sind Phantasten, Spinner, Esoteriker, unrealistisch, Träumer, Weicheier. Menschen halt, die das Leben nicht begriffen haben, vielleicht in ihrem Leben nicht genügend geleistet haben, weil sie der Nachkommenschaft zu wenig hinterlassen. Sie ärgern sich über sich selbst, weil sie so viel von der kostbaren Lebenszeit mit unnützen Dingen vergeudet haben, die nun unwiederbringlich verloren ist und die Lebensuhr einfach ablief. Sei wie es sei, es ist wie es ist.
An der Schwelle zum Tode sind die Menschen, die mit Gott verbunden sind im Bewusstsein mit der Welt, die nachkommt, mit Hoffnungen, mit dem Glauben an ein Leben nach dem Tod des hernach im nächsten Leben besser machen zu können. Mit Gott weicht die Endlichkeit zugunsten der Unendlichkeit. Das Bedauern über das Ableben geht denjenigen, die nun um sie trauern, die Tränen vergießen und nicht loslassen wollen. Der Übergang ist von Liebe geprägt, von Harmonie. Der Moment des Todes ein heiliger Moment, der spüren lässt, wie die Seele den Körper verlässt, um in eine neue Welt aufzusteigen. Diese Menschen schließen ab mit einem Lebensabschnitt, mit Genugtuung über das geleistete Lebenswerk und der Gewissheit des ewigen Lebens. Belitz, den 7.2.2017 Hartmut Alt.